Hi Leute, willkommen zurück. Hier ist wieder Alice im Zockerland mit vermutlich dem letzten Teil vom Resident Evil 2 Remake. Ja, wir haben William Birkin besiegt und das. Selbstzerstörung wurde aktiviert, wie immer. Oh, ich habe mir übrigens noch mal ein bisschen mehr Gedanken über Ada gemacht nach dem letzten Mal, was ich ja gesagt hatte. Sie hat doch schon auch einen relativ starken Softspot für Leon, glaube ich. Aber sie ist halt trotzdem immer noch mega badass. Ja, hier passiert nicht mehr viel. Ja, ey, da ist uns hinterhergekommen. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Why couldn't you just hand over the sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. You shoot me. But I don't think you can. Take care of yourself, Leon. No! Das war schon ein sehr, sehr softer Softspot. Aber sie. Ich glaube, sie würde relativ viel für ihren Job tun, auch selbst wenn Leon dabei irgendwie im Weg stehen würde. Aber sie würde halt niemals bis zum Äußersten gehen. Nicht bei Leon. Oh, so tragisch. Und umgekehrt halt genauso. Leon hat genauso einen Softspot für Ada. Ada. Aber ich finde es halt im Remake einfach wirklich gut gemacht mit den beiden. So, da läuft ein Countdown. Wir müssen jetzt in die richtige Richtung laufen. Oh, hier gibt es was einzusammeln. X.
Oh Gott, mein Inventar ist fast voll. Was that? Claire! Leon? You're down here too! Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. Wie convenient war die Verbindung eigentlich? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo die herkam. Hat man das bei Claire gesehen oder war die einfach da? Ach, ja, doch, jetzt werde ich zugespammt mit Items. Speichern wir, speichern wir, speichern wir. Nope. Halt, ich muss auch gucken, ob ich alles habe, ja? So viel Zeit. Wobei, hier unten sammle ich, glaube ich, eh nicht mehr alles ein jetzt. Aus Gründen. Aus diesen Gründen, weil ich auf die keinen Bock habe. Der ist hinter mir. Links. Da ist Kraut, da ist Kraut, da ist, das muss sein. Da war auch noch was, aber egal. Ich glaube, die Zeit ist nicht so großzügig bemessen wie bei Final Fantasy. Ah, ne. Leon, geh doch da lang. Komme ich hier durch? Einfach so? Ja. Sorry. Keine Zeit. Auch echt penetrant. Gotta keep going. So. Gut. Geh ich ja nur hier raus. Ah, yikes. Gut. Nein, das wollte ich gar nicht nehmen. Oh fuck, war hier kein Speicherpunkt mehr? War das der letzte? Da hinten? Das ist schlecht. Ah, hier ist echt kein... Hier ist nur noch eine Inventarbox. Na gut. Wir packen das weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Packen wir die einzelnen weg. Kann ich die rausnehmen und wieder reinpacken? Ach so, jetzt habe ich da drei. Okay. Kinder, das wird nicht lustig. Ich sollte nach Hauptwaffe sortieren. Ich nehme tatsächlich noch mit die Lightning Hawk. Ich nehme 20 davon, 5 davon. Wir können uns ja jetzt das Inventar vollballern. Ich habe jetzt... Auf einmal habe ich so viele Kampfmesser, ja. Aber die brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm,
Nehme ich noch Schießpulver mit? Also bin ich noch nicht fertig. Bin immer noch nicht fertig. Boah, reicht das, ist die Frage. Ich wünschte, ich hätte mehr Granaten. Bin immer noch nicht fertig. Ist doch die richtige, ja, ist die Magnum Munition. Nicht, dass ich mir jetzt so viel gemacht habe und. 7 Minuten until detonation. Das ist gerade die Frage, habe ich. Ja, ich habe das Richtige ausgerüstet. Fick, sorry, aber fuck. Fuck, einfach nur noch fuck. Ich habe zu wenig, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig. Es ist einfach nicht genug. Und Leon rennt zu langsam. Oh, fuck. Das muss wehgetan haben. Hört sich gerade schon fast ein bisschen an wie Nemesis. Oh, Dreck, ey. Boah, der wischt dir aber auch eine. Es ist aber auch so knülle knapp, ey. Er rennt schon wieder nicht. Das kann er nicht angehen. Ich glaube, langsam gibt mein Controller echt den Geist auf. Fuck, 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 ich bin nicht weit weg genug. Oh, fuck. Ich habe zu lange gewartet. Ich habe zu lange gewartet, die Granate zu werfen. Das ist nämlich halt die Scheiße. Wenn er anfängt zu rennen, wenn er seine Krallen wetzt, ich glaube tatsächlich, es ist Instant Kill. Ich habe es noch nicht einmal geschafft, ihm da auszuweichen. Noch nicht einmal. Vielleicht hätte ich es. Aber die Granate, es dauert halt auch, bis die. Okay. Aber es ist alles, was ich habe. Es ist alles sortiert. Ja. Ich glaube, da habe ich alles, was ich hatte. Ich überlege gerade, ob es besser ist mit der Lightning. Aber kann ich das überspringen? Ja. Boah, mein Bein ist vielleicht nicht. Das ist. Boah, der Metzel, der ist so. Aber es ist so fucking knapp, genau, ey. Joa, bleib bei einer Lampe hängen, Leon. Ist okay. Oh, das war richtig dumm grad.
Oh, Dreck, war das knapp. Oh, sorry, ich bin mehr. Wo ist er? Oh shit. Ich werde schon mehr nervös, Kinders. Ich werde nervös. Oh ja, klar, macht das macht das Kampfgebiet noch kleiner. Gerade hat angestrengt, ey. Na, von wem kommt das denn? Sorry. Wie Fräulein den Sturz überlebt hat, ich glaube davon. Sorry. Oh, lecker. Schmatz, schmatz. Oh, geschafft. You have arrived at the bottom level. Halt die Fresse. Ich weiß, ich habe einen Infinite-Raketenwerfer, glaube ich, ne? Das ist bestimmt gut für einen Speedrun. Der ist bestimmt gut für keine Heilungsobjekte verwenden für die Trophy. Ich habe zwar die Items alle freigekauft, aber die Trophies. Ja, mir öffnen sich gerade neue Möglichkeiten. Alien und Ada. Leon? We made it. Just like I said we would. Who's this? This is Sherry. Okay. Jesus. What was that? I don't know. I'll go. You take care of Sherry. Sherry Birkin? You failed to mention? Oh, yeah. Okay, wir haben ja... Oh, ich möchte gerne speichern. Wir haben... Ah, schaffen wir. Halt, dem wollte ich gerade nachladen. Und das da. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das... Na klar, noch ein Kampfmesser. Das brauchen wir jetzt richtig dringend. Ist hier noch mehr? Oh, da hinten liegt noch mehr Pulver. Hier. Ich weiß gar nicht mehr, mit was ich das mit Claire gespielt habe. Oh, ja. Nicht mit dem Granatwerfer, den hat Claire ja gar nicht. Habe ich zu früh losgelegt? You got a problem with death? You want more bullets? Be my guest. Ich komme hier nicht mehr weg. Come on! Want some more? Ich krieg's langsam.
nicht in den Mund schießen, oder? Okay, Kinder, es ist schon knapp. Ich krieg grad ein bisschen Panik. Wow. Killt's mich? Auch ein bisschen skrupellos. So, are you guys, like, boyfriend and girlfriend? No. We're just... Well, we actually just met last night. Yeah. That would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look! He might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Friendly. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. Adopt you? We can get a puppy. Puppy. And a parrot. Parrot. I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Look how she is. Boring Wednesday is a song to get your blood pumping. Ja, Sherry hat das alles ein bisschen zu gut verkraftet. Und das war's. Und es war ziemlich perfekt getimt in meiner üblichen Folgenlänge. Two sides to every
Wie gut. Gut, sie. Nicht gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst hatte. Das könnte man sich irgendwo angucken.
War ich sonst noch schlechter? Die Zeit nehmen wir uns jetzt gerade noch. Stimmt, also ja, ich habe irgendwas... Figur habe ich nicht alles eigentlich gekauft? Oh, ah, fuck, stimmt. Das war es ja noch gar nicht. Ich habe ja noch die Zusatzmodi. Nee, sorry, die schiebe ich dann nach Final Fantasy. Ich hab's völlig vergessen. Ich hab's völlig vergessen. Erinnert mich daran. Ich spiele die noch, aber nach Final Fantasy. Sorry. Ich habe die Zusatzmodi und die... Oh, fuck. Nee, da habe ich alles. Ich hab's völlig vergessen. Konzeptzeichnung. Da fehlen mir 7. Ah, das hier wäre... Warum fehlen mir da 7? Stimmt, ich habe den Scheiß ja noch offen. Oh, fuck. Ja. Gut. Kommt ja dann noch was. Oh, hier ist schon Resident Evil 3 mit drin. Nein. Na, schließen Sie alle Herausforderungen ab. Was fehlt mir? Ich hoffe, ich... Ah, oh, fuck. 2 Gegner auf einmal. Da kriege ich noch eine Konzeptgrafik dafür. Hm. 3 Gegner augenblicklich mit einer. Ja. Wenn es dafür auch Trophies gibt, dann nicht. Bedingungen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas mit Ada. Vermutlich. Locker Zeit? Schaffe ich nicht. Die. Ach, die! Okay. Ja, genau, Medikamententest, glaube ich. Stimmt, da fehlt mir ja noch was. Ja, da gibt es halt dann die. 3 Mr. Raccoons fehlen mir. Na gut, Rang A-Spieler. Konnte man sich das nicht irgendwo angucken? Ach ja, vergesst es. Hatte ich Claire nicht mehr. Oh, wow, hier fehlt ja noch richtig viel. Gut, die Figuren habe ich aber freigekauft. Ja. Ah, Ergebnisse. Ich wusste ja, wo konnte man sich das angucken? Ah, stimmt, hier habe ich B gehabt. Und die hatte ich als zweite auf assistiert gespielt, um mir das anzugucken. Naja. Gut, aber nun habe ich das Spiel 4-mal back-to-back durchgespielt. Eigentlich hatte ich mir überlegt, dass ich dann ein bisschen ausgebrannt bin und es nicht nochmal spielen würde, aber irgendwie hätte ich jetzt auch voll Bock auf einen Speedrun. Naja. Aber für diesen Kanal war es das mit der Hauptgeschichte. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Sonst erinnert mich wirklich dran, wenn ich mit Final Fantasy durch bin, dass dann noch was kommt mit Resident Evil 2. Weil die anderen Sachen kenne ich auch noch gar nicht. Die Nebengeschichten. Ja, und dann, keine Ahnung, ich würde super gerne Claires Geschichte für den Kanal hier auch vollenden. Das heißt aber, ich müsste Code Veronica spielen und ich müsste Revelations 2 spielen. Und ich würde auch super gerne Leons Geschichte für diesen Kanal beenden. Das bedeutet aber, ich müsste mein verhasstes Resident Evil 4 spielen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Und dann müsste ich ja natürlich, also was ich super gerne machen würde, sorry, dass ich das sagen muss, Resident Evil 6 spielen. Und was ich auch eigentlich unbedingt, unbedingt auf diesem Kanal haben möchte, wäre Resident Evil 0. Das ist so viel. Warum sind das so viele Spiele? Okay, aber das war Resident Evil 2. Ich liebe es abgöttisch. Ich feiere es richtig hart. Es macht mir super viel Spaß. Ich finde die Charaktere super gelungen. Sogar Ada, leider. Ich finde es einfach richtig toll. Ich finde es super gut geworden. Ich hätte tatsächlich überhaupt keinen
keinen Bauchweh damit, das Dreier-Remake zu überspringen erstmal. Da warte ich, bis es echt mal. Es stört mich nicht mal, dass viele sagen, es ist nur 5 bis 7 Stunden. Ja, bitte, es ist ein Resident Evil. Ich meine, guckt euch das. Ja, gut, das hat Replay-Value. Aber so ein Resident Evil geht im Schnitt, wenn du es zum ersten Mal spielst, 7 Stunden. So, das ist halt nun mal so. Wer da was anderes erwartet, ist halt Pech. So, guck mal, Speed, 5 Stunden ist ja schon Speedrun. Da muss man schon echt durchrushen. Also, das stört mich noch nicht mal. Aber ich hatte ja schon mal gesagt, Nemesis ist mein ungeliebtes Stiefkind. Und ich mag die neuen Designs auch überhaupt nicht. Keine Ahnung. Das reizt mich im Moment so gar nicht. Tatsächlich würde ich erstmal irgendwie was anderes spielen. Das Remake von Zero habe ich auch noch nie gespielt. Ja, aber ich habe sowieso erstmal andere Pläne, weil irgendwie habe ich doch so das Gefühl, dass ich wenigstens ein bisschen Grad Abstand von Resident Evil brauche, eben weil ich es 4-mal back-to-back gespielt habe. Und die Nebengeschichten kommen ja noch. Und ich habe noch was anderes im Sinn und das kommt auf alle Fälle. Erstmal, bevor ich nochmal irgendwas mit Resident Evil spiele. Aber ja, das war das. Ich hoffe, es hat euch auch so super gut gefallen wie mir. Und ja, wie gesagt, stellt euch jetzt erstmal auf ganz viel Final Fantasy ein. Zwischendurch kommt dann noch Anna's Quest. Das werde ich auf alle Fälle auch zu Ende durchspielen. Da werde ich auch keine Pause machen. Aber kann halt sein, dass irgendwie dann zwischendurch immer. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Aber ich muss ganz viel Final Fantasy VII spielen, damit ich nicht noch mehr gespoilert werde, weil da habe ich keinen Bock drauf. Aber definitiv geht Anna's Quest auch weiter. Und dann kommt auch hier der Nebenkram. Oh Gott, ich vergesse das bestimmt. Ich darf die Disc noch nicht wegpacken. Ja, danke schön, dass ihr mich bis hierhin erstmal begleitet habt. Und dann sehen wir uns auf alle Fälle beim nächsten Video. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.